Hallo und willkommen zu Albenrevue. Heute möchte ich mich mit dem Album Gaudi von The Alan Parsons Project beschäftigen, das 1987 erschienen ist. Und dies ist das letzte offizielle Album der Band. Doch ich werde natürlich auch noch ein weiteres Video machen über das letzte inoffizielle Album dieser Band. Das ist dann ein ganzes Kapitel für sich. Als Gaudi erschien, wusste ich wirklich nicht, was ich erwarten sollte. Die Band hat auf ihren vorangegangenen Alben Vulture Culture und Stereotomy sichtlich einen gewissen Mangel an Richtung und Orientierung demonstriert. Und als dieses Album dann schließlich erschien, kann ich nicht behaupten, ich sei in Gänze enttäuscht gewesen, aber die Platte neigt dazu, einen mit einer gewissen Leere zurückzulassen. Wie so ein Gericht, das eigentlich toll schmecken sollte, aber irgendwie ein wichtiges Gewürz vermissen lässt. Das Album nach dem katalanischen Architekten Antoni Gaudi zu benennen, ist sicherlich eine inspirierte Entscheidung und erweckt Interesse. Man könnte fast meinen, diese Band ist zurück in alter Form. Das Line-up ist einerseits sehr vertraut, doch mit einer signifikanten Veränderung. Doch wir haben gewohnt Stuart Elliott am Schlagzeug, Ian Berenson an der Gitarre, Richard Cottle an den Keyboards, Eric Wolfson an den Keyboards mit Andrew Powell zurück, um orchestrale Arrangements vorzunehmen. Doch wir haben zum ersten Mal Laurie Cottle am Bass als Ersatz für David Payton, der inzwischen zu Elton John abgezogen war. Laurie Cottle ist Richard Cottles Bruder und als Bassist ein extrem kompetenter Ersatz, zumal er viel aus der Jazz-Fusion kam und ein paar Jahre später wurde er auch Bill Bruford's Earthworks beitreten. Den Gesang bestreiten diesmal vier Sänger, gewohnt und vertraut John Miles und Chris Rainbow. Wir erleben noch einmal die Rückkehr von Lenny Zakatek und schließlich ist da Geoff Baradale von der relativ kurzlebigen Band Vitamin Z. Doch werfen wir nun einen Blick auf das Album selbst. Der Eröffnungstrack mit dem Titel La Sagrada Familia ist auf jeden Fall eine faszinierende Produktion. Ich weiß, dass nicht alle das Stück toll finden. Es hat eigentlich etwas recht Fremdartiges, was nicht unpassend ist, da La Sagrada Familia der Name der berühmten Kathedrale in Barcelona ist, die von Gaudí entworfen wurde und an der bis heute gebaut wird. Der Song hat viel Charakter und erinnert stark an die besten Zeiten von The Alan Parsons Project. Der Gesang wird von John Miles ausgetragen, der auch bei dem Track Stereotomy so großartig diese rockige Intensität reinbrachte und hier offensichtlich auch der perfekte Sänger ist. Das Stück La Sagrada Familia ist durchaus ein wenig prätentiös, doch damit muss man bei Prog und Art Rock ein wenig klarkommen. Die großartigen Fanfaren von Andrew Powell sind hier wieder zurück, wie auch das melodiöse und zugleich sehr kinetische Gitarrensolo von Ian Berenson. Alles in allem ein großartiger Track und in meinen Augen ein stark unterschätzter Track in dem Katalog dieser Band. Und wie schon bei Stereotomy taucht am Ende des Tracks plötzlich wieder Eric Wolfsons Stimme aus dem Nichts auf und fügt dieses melancholische Until the Next Time ein. Das zweite Stück ist ein solider Popsong mit dem Titel Too Late, gesungen von dem wunderbaren Lenny Zakatek, der sich hier allerdings kaum aus dem Fenster lehnen muss. Das Ganze ist ein anständiger 80er Jahre Popkitsch, der auch hätte aus der Kaderschmiede von Scott Aitken and Waterman stammen können. Ich würde dem Lied bescheinigen, dass es okay ist, nicht schrecklich, aber auch nicht gerade epochal. Und das Gitarrensolo von Ian Berenson am Ende ist gewohnt anständig. Das nächste Stück ist Closer to Heaven mit dem Gesang von Eric Wolfson. Das ist eine sehr langweilige Nummer, die fast ein wenig wie ein Demo klingt. Nicht im Sinne von Klangqualität, sondern im Sinne der Komposition. Die Melodie mutet mich immer etwas unausgearbeitet an. Das Saxophonsolo von Richard Cottle ist hier aber ziemlich großartig. Aber ich finde, Eric Wolfson überschreitet hier deutlich die Leistungsgrenze seiner Stimme. Wolfsons Gesangsstimme ist so eine Sache.
an der richtigen Stelle platziert, konnte seine Stimme absolut hitlastig sein und geradezu großartig. Eye in the Sky ist perfekt für seinen Gesang. Und auch Nothing Left to Lose auf dem Album The Turn of a Friendly Card. Aber hier problematisch. Und das ist auch ein Zeichen von dem systemischen Niedergang dieser Band, da 5 Jahre früher Alan Parsons die Stimme so nie abgenommen hätte. Aber ich bin sicher, an diesem Punkt der Bandgeschichte hat er einfach abgewunken und sich seinen Teil gedacht. Damit endet die A-Seite. Die B-Seite beginnt mit dem energetischen Track Standing on Higher Ground mit Geoff Baradale von Vitamin Z. Und dieses Lied fühlt sich so hyper, super, ultra nach den 80ern, dass das mehr gar nicht ginge. Aber wenn man diese Prämisse schlucken kann, 80er Jahre Komposition, 80er Jahre Sound, 80er Jahre Produktion, wenn man diese Prämisse akzeptieren kann, wow, das ist nämlich ein großartiger Track und vermutlich mein Lieblingstrack auf diesem Album. Laurie Cottle ist hier großartig mit diesen schnellen Fills auf dem Bass und dem gelegentlichen Slap-Akzent. Ich finde, dass das eine super Nummer ist und erneut etwas unterschätzt. Geoff Baradale klingt natürlich sowas von nach den 80ern. Er hat diese etwas tiefere Tenorstimme, die diese typische 80er-Jahre-Kolorierung hat. Aber ich finde den Song großartig. Gefolgt wird die Nummer von Money Talks, wo Ian Berenson mal paar herbe Gitarrenriffs spielen kann. Gesungen wird das Lied von John Miles. Und ja, das ist eine geile Mucke, sehr typisch 80er. Und mal ehrlich, die ganze Nummer ist total beeinflusst von Robert Palmer. Und Robert Palmer war in diesen Jahren mega groß und ein richtiger Superstar. Also wird er hier etwas gechannelt. Aber John Miles kann eine sehr ähnliche Stimme haben. Und Ian Berenson kann hier mal ein richtig zackiges Gitarrensolo abliefern. Alles in allem solide Nummer. Das Lied Inside Out ist eine eher ruhige Komposition, die ebenfalls von Eric Woolfson gesungen wird. Die Nummer ist derartig im Geiste eines Musicals komponiert und es überrascht nicht, dass Eric Woolfson einige Jahre später dieses ganze Album für sein zweites Musical verbraten würde. Auf jeden Fall passt dieses Stück besser zu seiner Stimme, aber damals beim ersten Anhören dachte ich nur, dass ich absolut nicht begreifen kann, weshalb diese etwas niedliche Komposition 6 Minuten 20 lang sein sollte, anstelle 3 Minuten 20 zu sein. Aber in der Mitte ändert sich plötzlich der Ablauf und diese eher abstrakte Passage entsteht mit all den aufgenommenen Stimmen, die über Antonio Gaudí sprechen. Und das ist sehr charmant und wertet das Stück wirklich auf, zumal es auch sehr unerwartet kommt und diese fast ambientartige Atmosphäre besitzt. Das Stück blendet dann sanft über in die letzte Komposition, das Stück Paseo de Gracia. Das ist der Name eines wichtigen Straßenboulevards in Barcelona, an dem einige der Gebäude von Antonio Gaudí entworfen wurden. Das ist nun ein Instrumental, leider nur knapp unter 4 Minuten lang, mit abenteuerlustigen, cineastischen Einlagen von Andrew Powell. Ian Berenson spielt hier auch mal ein Solo auf einer akustischen Gitarre. Die Musik hat einen starken iberischen Einschlag und ist grundsätzlich eines der Highlights auf diesem Album. Im Finale des Tracks kehrt dann das La Sagrada Familia-Thema in den Fanfaren zurück. Und dann ist das Album vorbei. Das Cover ist für mich okay, wobei dies verglichen mit anderen Project-Covern sichtlich ein recht langweiliges Konzept ist und zweifelsohne das schwächste Cover der Band. Wie ist das Album zu bewerten? Nun, ich finde, in weiten Teilen kann diese Platte die Qualität von Stereotomy aufrechthalten, kommt aber an den Vorgängern nicht ganz ran, zumal die Tracks Closer to Heaven, Too Late und Inside Looking Out so ihre Probleme haben. Aber ich finde die Platte sichtlich besser als Vulture Culture. Auf viele wirkt dieses Album etwas kalt und distanziert. Es hat zwar einige charmanten Momente, gerade wenn es sich mit Gaudí beschäftigt, aber musikalisch kriegt man hier nicht unbedingt den Eindruck, als würden alle am selben Strang ziehen. Und man könnte dieses Album durchaus auch als kitschig verschreien, aber das finde ich nicht so schlimm, weil letztendlich ist das ein Album über Gaudí und in gewisser Weise ist auch Gaudí sehr kitschig. Auf das Risiko hin, einige Katalanen zu beleidigen. Ich würde hier also 3 Sterne geben. In diesem Album stecken durchaus schöne Momente und gewisses Herzblut und eine gewisse Liebe zu dem Konzept, das es vertritt.
auch wenn es im Resultat nicht immer so aufregend klingt. Ich schätze, es ist das, was ich als ein Okay-Album bezeichnen würde. Für mich sind die Highlights hier das Eröffnungsstück La Sagrada Familia und das Schlussstück Paseo de Gracia, aber vor allem der poppige Kracher Standing on Higher Ground. Wie gesagt, als ich es damals in 1987 zum ersten Mal gehört hatte, war ich nicht unbedingt entsetzt. Aber trotz der guten Tracks auf diesem Album fühlt man doch auch das Ende einer Ära herannahen. Dass dies die letzte Platte mit diesem Namen werden sollte, damit rechnete damals vermutlich niemand. Aber das lag auch daran, dass dies keine Band war, deren innere Zustände nach außen allzu sehr kommuniziert wurden. Das waren nicht Rolling Stones. Somit, wir wussten es damals nicht so wirklich. Aber wie gesagt, so ganz der Punkt am Ende des letzten Satzes sollte dieses Album nicht werden. Denn da sollte etwas kommen. Doch dazu ein andermal. Das war Gaudí von The Alan Parsons Project aus dem Jahr 1987.